Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im Münchner Stadtarchiv bei einem Herrn, der praktisch die Vorarbeit leistet für die Vollversammlung heute des Münchner Stadtrats, der heute über Straßennamenänderungen beschließt, Herr Häusler. Aha, heute beschließt der Münchner Stadtrat? Ja, die haben Vollversammlung jetzt gerade im... Okay. Im Löwenbräu. Wissen Sie mehr als ich. Aber Sie sind halt der Wissenschaftler. Mhm. Ich würde mich heute mit Ihnen gerne über zwei Sachen unterhalten. Nämlich einmal, wie Ihre Arbeit jetzt genau ausschaut, diese Recherche, welcher Name wohin gehört. Und dann vor allem auch ein bisschen über die Notwendigkeit, weil Sie sind ja eher jemand, der dann sagt, das ist politisch und da halte ich mich lieber ein bisschen raus. Gell? Mhm. Weil es ist ja so, die Definition Straßenname ist, das ist die höchste Ehre, die die Stadt München einem Bürger angedeihen lassen kann, oder? So ist es, also so kann man das interpretieren. Aber zunächst haben Straßen natürlich mal eine funktionale Bedeutung. Sie dienen dazu, dass die Leute sich orientieren, dass sie eine Adresse haben, dass Firmen oder Privatpersonen eine Adresse haben, dass die Einsatzkräfte, Polizei, Sanitäter, Feuerwehr von A nach B finden und auch wir, wenn wir uns in der unübersichtlichen Stadt orientieren wollen, dass wir wissen, wie wir dorthin kommen und wo eine bestimmte Person zum Beispiel wohnt. Also das ist eigentlich die Kernfunktion von einem Straßennamen. Und dann kommt natürlich auch noch die Ehrungsfunktion dazu. Also die Stadtpolitik oder die Stadtgesellschaft sagt, mit einem Straßennamen ehren wir Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise zum Beispiel um die Stadt München verdient gemacht haben. Ja. Aber was meinst du, wie viele Leute, oder haben Sie da schon mal Untersuchungen gemacht, wie viele Leuten das völlig gleichgültig ist, wer der Namensgeber ihres Wohnortes war? Also ich glaube, dass viele sensibilisiert werden, wenn man ihnen sagt, da steckt eine bestimmte Geschichte oder eine bestimmte Biografie dahinter, dann würden viele wahrscheinlich sagen, also lieber nett. Ja. Aber es gibt keine Statistik dazu, da haben Sie natürlich recht. Ja. Also, Sie können ja mal eine Umfrage starten. Es wäre interessant, was dabei rauskommt. Ja, stimmt schon. Die Arbeit, die wir Sie haben, ist ja wirklich kompliziert, weil man, wenn wir gerade vorher über Passing gesprochen haben, da hat es mir den Adolf-Hitler-Platz gegeben, der heißt jetzt Avenarius-Platz. Mhm. Kann man nachvollziehen. Aber es gibt ja auch so Beispiele wie die Möwestraße oder die Iltis-Straße. Mhm. Iltis war ein Das war ein Torpedoboot im Zweiten Weltkrieg und die Möwe war ein Kanonenboot, das von Namibia herumgefahren ist. Ne? Richtig, ja. Wissen aber viele Leute denn. Ne? Genau, genau. Also wo beginnt es denn schwierig zu werden oder beziehungsweise wo beginnt dann Ihre Arbeit? Also wo beginnt es schwierig zu werden? Schwierig ist es dort, wo Personen auf den Straßennamenschildern auftauchen, von denen man bisher glaubte, dass sie sehr verdienstvoll als Künstler, als Politiker, als Wissenschaftler, als Sportler meinetwegen auch ihr Leben geführt haben. Und wo sich plötzlich herausstellt, es gibt auch Schattenseiten, die dunkle Seite des Mondes sozusagen in der Biografie dieser Menschen. Und dann muss man genauer hinschauen und sich die Frage stellen, ist auf der Grundlage unseres Werteverständnisses heute im Jahr 2022, ist es noch legitim und angemessen und wünschenswert, dass eine Straße in einer Kommune wie München, aber auch andernorts, nach so einer Person benannt wird. Und dann ist der Historiker gefragt, dann soll er hinschauen, dann soll er quasi sich mit der Forschung auseinandersetzen, soll biografisch recherchieren, soll Quellen, Akten durchleuchten, um ein differenziertes und aussagekräftiges Bild zu dieser Person zu generieren. Damit dann die Politik entscheiden kann, ja, der Straßenname bleibt oder nein, wir möchten gerne, dass dieser Straßenname verschwindet. Also Sie geben praktisch nur Informationen, Sie geben keine Empfehlung ab. Natürlich ist in jeder Information, die man übermittelt, im Grunde auch als Subtext auf einer Metaebene eine Informationsempfehlung mit drin, also eine Handlungsempfehlung. Hm. Das lässt sich nicht vermeiden. Also zum Beispiel entscheidet der Stadtrat, soweit ich weiß, über die Hilblestraße, das Kasernenviertel da vorne. Genau. Das war, glaube ich, in der Stadtbaurat oder was war der Hilble?
also der Stadtrat hat schon beschlossen letztes Jahr, dass diese Straße umbenannt wird. Hilble war Sozialamtsleiter in München schon in den 20er Jahren, aber bis Mitte der 30er Jahre, also auch in der NS-Zeit. Und er hat dafür gesorgt, dass Personen, Menschen, die vom NS-Regime als sogenannte Asoziale oder sogenannte Arbeitsscheue diffamiert wurden, nach Dachau kamen. Also er war quasi der Motor der sozialen Verfolgung in München und hat sich zum Handlanger der NS-Ideologie machen lassen. Jetzt frage ich mich, jemand, der Menschen nach Dachau schickt, wo sie Schaden an Leib und Seele erfahren, ob wir den im Straßennamenkorpus von München haben möchten. Ja. Die Politik hat klar entschieden, hat gesagt nein. Ja. Machen wir mal eine kleine Pause. Wir haben also die Sendung immer in zwei Teile aufgeteilt. Und weil Sie gerade Dachau gesagt haben, möchte ich mich jetzt dann im zweiten Teil noch ein bisschen über das Goethe-Institut mit Ihnen unterhalten. Ja, kennen Sie Stäuben im Goethe-Institut? Ja, an der Dachauer Straße. Aber das ist schon zu lange her. Das ist in meinem Kopf nicht mehr so präsent. Ich erzähle es Ihnen. Ja. Gut. Also kleine Pause, Damen und Herren, dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, wir sind heute bei Dr. Andreas Häusler, dem Mensch, der in München darüber nachdenkt bzw. recherchiert, welche Straßennamen zu welcher Person gehören. Vorher haben Sie ein bisschen was über Hilble erzählt. Dann haben Sie mal von Dachau erzählt und es gibt eine interessante Geschichte über die ehemalige Zentrale des Goethe-Instituts, die in Dachau, an der Dachauer Straße zu Hause war, bis sie dann wegen Feuerschutzgeschichten da raus mussten. Und die hatten ihre Poststelle an die rückwärtige Seite des Hauses verlegt, damit sie in der Adresszeile nicht das Dachau schreiben mussten. Also jetzt haben sie nur noch eine Postleitzahl, Dachau fällt da auch weg. Wie weit geht man dann, um diese negative Besetzung tatsächlich dann greifbar zu machen? Ist Dachau negativ besetzt aus Ihrer Sicht? Natürlich steht Dachau oder der Name Dachau für ein Synonym oder es hat den Charakter von einem Synonym und erinnert quasi an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Das, glaube ich, ist für jemanden, der historisch sensibel ist oder ein profundes historisches Vorwissen hat, eine Assoziation, die sehr schnell irgendwie eintritt. Ja. Aber Dachau ist natürlich viel mehr als das, das ist klar, das wissen wir auch, dass wir eine Dachauer Künstlerkolonie haben, das Dachauer Schloss und Ludwig Thoma war in Dachau und so weiter. Also Dachau ist natürlich, ich sag mal, ein komplexes und differenziertes, auch in historischer Hinsicht, komplexes und differenziertes Gemeinwesen. Und deswegen ist es natürlich fatal, wenn man immer dieses Synonym oder diese Assoziation, dieses Gewaltbild vor Augen hat, wenn man den Begriff Dachau hört. Auf solche Anmutungen Rücksicht nehmen? Naja, das Goethe-Institut hat sich die Überlegung, ob es das in der Postadresse haben möchte, Dachauer Straße, sicher nicht leicht gemacht. Und das Goethe-Institut ist ja nun mal auch eine Einrichtung, die international ausgerichtet ist, sehr viele Filialen und Dependancen im Ausland hat. Und ob da die Assoziation Dachauer Straße immer, zu einer positiven Image-Situation für das Institut geführt hätte, weiß ich nicht, aber das waren, glaube ich, die Überlegungen, die dazu geführt haben, sich von dieser Postadresse distanzieren zu wollen. Letzte Frage ist, wie kommen Sie auf die Straßennamen, die Sie dann beackern, also praktisch, wo Sie dann nachrecherchieren? Kommt es von außen oder sind Sie selber jemand, der also durch die Straßen fährt und dann schaut, holla, da kommt mir jetzt irgendwas in den Sinn, zum Beispiel Robert Koch war da nicht irgendwas? Wie muss man sich da Ihre Arbeit vorstellen?
Wir haben natürlich in München eine sehr aufmerksame und historisch bewusste Zivilgesellschaft. Also wir bekommen sehr viele Anregungen oder Zuschriften aus der Bürgerschaft, denen wir dann nachgehen. Aber wir schauen uns tatsächlich auch den gesamten Straßennamenkatalog Münchens an. Mhm. Alle Straßennamen. Wissen Sie, wie viele Straßennamen München hat? Boah. Haben Sie eine Idee? Knappe 1000. 1000? Ja. 1000? Wirklich? Legen Sie noch ein paar drauf. 6300. 6300? Ja, ja, brutal. Genau. Die schauen wir uns alle an. Ja. Die überprüfen wir. Entstehungszusammenhang und Kontextualisierung des Namensgebers. Schauen wir an, was wissen wir darüber, über diese Person, ja, oder über dieses Ereignis oder über diesen Ort. Sind ja auch oft geografische Straßenbezeichnungen. Und dann wird das quasi evaluiert, wird geprüft, historisch untersucht, nach dem Stand der Wissenschaft. Ja. Haben Sie eigentlich schon überlegt, auch mal die Anregung zu geben, dass man da ein bisschen also ein kleines Schild dazu macht, dass die Leute auch wissen, auf was sich das bezieht? Weil, wie ich vorher schon mal gesagt habe, es ist ja eigentlich Geschichte, die dort auftaucht und mit der ich, wenn ich umeinander fahre, heimgehe oder dort wohne, hier immer wieder in Berührung komme. Ich wohne zum Beispiel in der Schrottstraße. Mhm. Wissen Sie, warum der Schrott heißt? Es ist völlig anders, als man denkt. Es gab einen Stadtschulrat Schrott, der hat in München das Realschulwesen eingeführt. Mhm. Verstehen Sie das? Ja. Wenn man da so ein kleines Schüttli macht, dann sucht man in der Schrottstraße nicht am Schrottplatz. Verstehen Sie? Super Idee, Herr Kriegel. Gibt es aber in München schon seit ca. 15 Jahren oder so, gibt es diese Erläuterungsschilder. Ja. Wenn Sie mal gucken, manchen Straßennamen hat man das, zum Beispiel am Leonbrotplatz vorne. Viel zu selten, verstehen Sie? Viel zu selten. Ja, ja. Ja. Aber die Bezirksausschüsse sind da hinterher, die können diese Anträge stellen und dann kommt ein Erläuterungsschild hin und dann wird man künftig wissen, dass die Schrottstraße eben nicht ans Altmetall führt, sondern zum Stadtschulrat. Mhm. Das ist ein hochinteressantes Thema, Damen und Herren. Und ich weiß natürlich, wenn Sie betroffen sind, wie grauenhaft es ist, wenn man dann diese ganzen Ausweispapiere ändern muss, dann muss der die neue Adresse einprägen, aufschreiben, der Tante Erna mitteilen. Es ist einfach eine Last, aber nichtsdestotrotz, es gibt halt bestimmte Dinge, die unterliegen dem Wandel der Zeit und der Erkenntnis, dass halt manche, die da mit einem Straßennamen bedacht wurden, es eigentlich nicht verdienten. Ich bedanke mich für die Ausführungen. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.